Rachinger. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Danke für die Einladung. Warum ich die Frau Dr. Rachinger gefragt habe, nämlich ist, weil vielleicht schafft es das Rezept, das wir Ihnen jetzt vorstellen, in ein Kochbuch. Und das kommt von einem Quereinsteiger und das ist ja in der Gastronomie gar nicht einmal so selten. Und mit großer Begeisterung am Herd zaubern Sie dann das ein oder andere Gericht natürlich auf den Teller und haben aber auch gleichzeitig ein hohes Bewusstsein für die Herkunft der Zutaten. Und wir waren für Sie in Niederösterreich unterwegs und haben einen Landwirt besucht und der so richtig kräftig den Kochlöffel schwingt. Eggendorf am Walde, nahe Maissau am Mannheitsberg, ist bekannt geworden durch seine Venus. Die Venus von Eggendorf stammt aus der Jungsteinzeit und spielte im bäuerlichen Kult eine wichtige Rolle als Fruchtbarkeitssymbol. Sie scheint gut genährt gewesen zu sein. Heute, rund 7000 Jahre später, kann man sich im Landgasthaus Winkelhofer kulinarisch verwöhnen lassen. Aber auch diese Gaststätte hat schon eine lange Geschichte hinter sich. Das Gebäude selber ist Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts gebaut worden. Freigelegte Fresken im Obergeschoss und freigelegte Stuckdecken bestätigen dieses Alter. Der Wirtshausbetrieb hat auch schon eine sehr lange Tradition. Wir feiern im nächsten Jahr schon das 250-jährige Jubiläum. Der Spruch, halte unser Klima rein, kauf Produkte unserer Bauern ein, ist für die Winkelhofers schon seit jeher ein Leitsatz. Die Familie betreibt selbst Vieh- und Landwirtschaft und so schätzt man auch die Frische der Produkte. Für den Gast soll schließlich nur das Beste auf den Teller kommen. Was uns natürlich sehr wichtig ist, ist der Kontakt zu unseren Produzenten. Und so haben wir im Laufe der Jahre wirkliche Freundschaften aufgebaut. Wir haben ein kleines Netz, wo wir unsere Produkte beziehen. Und was für uns besonders wichtig ist, dass wir wissen, wo die Produkte herkommen. Und somit hat man auch Jahr für Jahr die Bestätigung von der Qualität. Es herrscht gegenseitiges sehr hohes Vertrauen, auf das wir aufbauen können. Und auf das sind wir besonders stolz. So, komm Sophie, haben wir alles, gell? Gleich beim Nachbarn im Biohofladen gibt es hochwertige Zutaten und Produkte zu kaufen. Sogar das Kürbiskernöl wird hier frisch und selbstverständlich kalt gepresst. Zum Kochen kam der gelernte Agraringenieur aber erst auf Umwegen. Grundlegend hat sich meine Einstellung zum Kochen an und für sich erst beim Tagesseminar bei Rudi Obauer geändert. Und ich war dann so fasziniert von Rudi Obauer, eben mit welchen großen Hintergrundwissen er da uns die Speisen erklärt hat und welches Riesenpotenzial an Wissen da dahinter steckt. Und so bin ich dann am Ende des Tages zu ihm hingegangen und habe gefragt, wie wäre das eigentlich im Winter, haben wir in der Landwirtschaft ein bisschen mehr Zeit, könnte ich nicht ein bisschen mitkochen? Und hat er gesagt, ja, melden Sie ihn. Und so war es dann auch, im darauffolgenden Winter habe ich dann bei ihm ein paar Monate kochen dürfen. Ja, dann war ich im Steirereck am Bogusch und dann bin ich zum Adi Bittermann gegangen, der jetzt in Göttelsbrunn kocht, und dann war ich beim Hans Haas im Tantris in München draußen. Und so hat sich das Jahr für Jahr eigentlich die Leidenschaft gesteigert, muss ich sagen, und umso mehr Wissen, das man hat, umso interessierter wird man dann und beschäftigt sich noch intensiver damit. Und wenn man dann schön schrittweise sieht am eigenen Betrieb, wie man das umsetzen kann und wie man dann auch ein positives Feedback von den Gästen kriegt, dann macht es umso mehr Spaß. Heute gibt's Backerl vom Rind, die entsprechend der Spitzengastronomie geschmackvoll angerichtet werden. Mit den Beilagen wird äußerst aufwendig gespielt und auch die Backerl müssen butterweich geschmort sein. Dazu wird vorab grob geschnittenes Suppengemüse in einer Pfanne angeröstet und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Wenn das Gemüse dann ein bisschen eine Farbe hat, geben wir dann das Tomatenmark dazu und eingelegte Tomaten in Saft. Und gießen das dann mit einem Rinderfond auf. Den Rinderfond haben wir schon vorbereitet. Wenn er richtig gelungen ist, das heißt, dass genug Knochen dabei waren, dann beginnt der Fond im kalten Zustand zu gelieren. Wir können jetzt schon das Tomatenmark dazugeben und lassen das Ganze dann weiter anrösten. Das Tomatenmark bringt uns vor allem einen sehr guten Geschmack, es hat eine leichte Süße. Und beim Tomatenmark ist so, generell bei den Paradeiser, sie sollen sehr lange geröstet werden, dann kommt der Geschmack richtig heraus. Jetzt geben wir die eingelegten Tomaten im Saft dazu und gießen das noch auf. Wir rösten das Ganze jetzt noch ein bisschen an, damit sich die Aromen fein entwickeln und dann gießen wir das Ganze mit dem Rinderfond auf. Sobald unser Ansatz zu kochen beginnt, können wir schon unsere Backerl einlegen und die dann für circa 1,5 Stunden
schmoren lassen. Dazu gibt's eine Kürbisscheibe, die mit Muskatnuss und Ingwer raffiniert gewürzt ist. In Alufolie wird sie schließlich im Rohr gebacken. Serviert wird alles auf einer cremigen Rahmpolenta. So wie bei den Winkelhofers in Eggendorf erlebt man in Österreich auch oft in Landgasthöfen eine echte Gaumenfreude.